So, weiter geht's mit The Legend of Zelda, Twilight Princess in der Bergruine, dem Eistempel sozusagen. Ich finde es ein bisschen schade, dass ich ein paar okkulte Künste jetzt noch nicht habe. Die könnte ich hier nämlich gut gebrauchen. Aber das werden wir dann einfach später nachholen und haben es dann jetzt ein bisschen schwerer. Ein Geist, der uns begrüßt, ist kein Hindernis. Ruckzuck und tot. Duell seine Geisterseele. Yay. Hier ist eine Tür. Wo führt denn die hin? Ach so, ja. Da muss ich rein. Ja, da habe ich mich gerade ein bisschen selbst verwirrt. Aber das macht ja nichts, denn jetzt kommen wir schon zu der Frau von diesem Wilden, der eigentlich gar nicht so wild ist. Ja, wer bist du? Oh. Verzeih mir, ich fühle mich nicht gut. Kannst du etwas näher kommen? Beim ersten Mal, als ich das gespielt habe, hatte ich da schon ziemlich Angst jetzt, weil ich dachte, die dreht jetzt durch und greift dich an oder so. Aber passiert ja leider nicht. Oder zum Glück nicht. Oh, was für ein süßer kleiner Gast. Mein Mann hat mir alles erzählt. Du möchtest den Spiegel sehen, nicht wahr? Mein Mann hat ihn gefunden. Er ist so wunderschön. Aber seitdem dieser Spiegel im Haus ist, geschehen schlimme Dinge. Ich werde ständig krank und Dämonen suchen mich heim. Deshalb haben wir das Schlafzimmer im dritten Stock, wo wir ihn aufbewahren, verschlossen. Im Schlafzimmer bewahren Sie ihn auf. Ja, okay. Da schlafen Sie. Ja. Warte einen Moment, ich kann dir gleich sagen, wo der Schlüssel ist. Die Karte des Anwesens. Ja, da kommt man auch erstmal nicht unbedingt drauf, dass es ein Tempel ist. Beim ersten Mal dachte ich auch, das ist einfach nur ein Haus, aber nein, das ist wirklich ein Tempel. Das Fieber vernebelt meine Sinne. Ich kann mich nicht mehr richtig erinnern. Ich glaube, wir haben ihn in das Zimmer mit dieser Markierung gelegt. Die weiß nicht mal mehr, wo ihr eigenes Schlafzimmer ist. Cool. Aber ich kann ja noch nicht einmal aufstehen. Würdest du ihn mir bitte bringen? Versuchst du nicht mit der Tür da drüben? Ja, na, die ist ja auch nur offen, oder? Die anderen sind alle verschlossen. Die anderen beiden. Was überhaupt keinen Sinn ergibt. Warum verschließen sie die? Nur damit ich jetzt nicht gleich den richtigen Weg gehen kann, denn der Weg, den ich jetzt gehe, der ist gar nicht so goldrichtig. Aber müssen wir alles dann hinter uns bringen. Hier haben wir die Küche mit dem Wilden. Oh, da bist du ja. Oh, dieses Gesicht. Meine Frau sah gar nicht so gut aus, oder? Ist krank, seit der Spiegel im Haus ist. Deshalb koche ich jetzt eine gute Suppe. Die Fische von der Höhle der Zauberer sind die besten. Iss auch du davon, wenn du erschöpft bist. Das macht dich wieder frisch. Jetzt ist die Suppe allerdings noch nicht so dolle. Da verzichte ich erstmal noch drauf und hole mir erstmal die Tante. Die schmeckt bestimmt besser. Come on, Baby. Puh, endlich draußen. Ah, der nette junge Mann von neulich. Immer dieselben Worte. Wie ein Tonband. Ich kann hier leider nicht mein Schwert benutzen, deswegen ist es hier ein bisschen umständlich, nach Rubinen zum Beispiel zu suchen. Also lasse ich das lieber. Wow, was ein Ding. Das hätte ich gern. Das wäre eine gute Waffe. Kann ich aber leider nicht aufnehmen. Wo muss ich jetzt weiter? Ich muss da weiter. Hier ist es ganz nützlich, die Karte aufzuhaben, muss ich gestehen, auch wenn ich das nicht so gern habe eigentlich. Ich werde sie einfach mal auflassen. Hier kann ich noch nichts tun. Stimmt das? Das stimmt überhaupt nicht, denn ich kann den Schalter schon betätigen, damit die Tür sich öffnet. Das komme ich gar nicht weiter. Ja, so Rätsel liebe ich, ja? Das war schon falsch. Geil. Geilomatico. Aber das ist egal. Wir haben das gleich. Ich habe einfach den zu früh nach unten geschoben. Denn ich kann leider nicht zwei Steine auf einmal bewegen. Zwei Blöcke. Immer nur ein. So. Und jetzt kann ich mir aussuchen, welchen ich nehme. Aber ich nehme den hier. Denn ich demonstriere es mal kurz. Wenn ich mich jetzt auf den Schalter stelle, geht die Tür zwar auf, aber wenn ich durch will, bam, war nix. Nein! Hä, wieso bin ich nicht zu Eis geworden? Ich dachte, ich wäre zu Eis, wenn ich da dran stoß. Vielleicht war das kurz genug. Gut, dann können wir weitergehen. Der Raum hier wird uns noch später mehr Freuden bereiten. Aber erstmal kommen wir hier hin. Hier kommen wir nicht weiter als Mensch. Das sieht man ja.
deswegen müssen wir uns als Wolf hier durchbuddeln. Und als Wolf ist es hier eh angenehmer. Im Eis, sonst kann man nicht gescheit laufen als Mensch. Oh, ein riesiges Gebäude. Und da ist das Schlafzimmer. Verschlossen. Eine Kanone. Interessant. Wo muss ich denn eigentlich hin? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich nehme einfach mal die Truhe hier. Plündere die Schätze der Wilden. Da ist eine Truhe, sieht man überdeutlich. Das war nicht schwer zu finden. Und? Wow, sogar was sehr Wichtiges. Ein Schlüssel. Ansonsten gibt es hier, glaube ich, jetzt noch nichts. Deswegen gehe ich in die Tür hier rein. Von hier komme ich ja auch eigentlich. Nur ist dazwischen hier dieser Block gewesen. Deswegen musste ich außenrum gehen. Und für diese Viecher hätte ich gern das Blankziehen schon gekonnt. Also diese okkulte Kunst kann ich jetzt leider nicht. Deswegen muss ich die hier mehr als einmal treffen. Nämlich zweimal wahrscheinlich. Und dann kommt sowas. Die sind da echt gefährlich. Die haben mich schon mal ziemlich wahrscheinlich sogar umgebracht. So, jetzt geht das aber auch. Aber das wird noch öfters vorkommen, dass ich von diesen kleinen Mistviechern in Bedrängnis gerate. Das ist ziemlich blöd ohne das Blankziehen. Das macht richtig Spaß an dieser okkulte Kunst. Die werden wir dann später noch kennenlernen. Aber jetzt muss ich mich erst noch ohne behelfen. Leider, leider, leider. Ist echt schade, weil das alles so viel schwerer macht. Ich habe schon kurz überlegt vor der Aufnahme, ob ich die nicht kurz einschiebe, die okkulten Künste zu holen. Mache ich aber nicht, weil ich dann hin und her laufen müsste. Deswegen erledige ich das einfach später mal irgendwann. Wow, was haben die hier für Atelier? Äxte und Streitwaffen. Wow, wow, wow. Sehr interessant. Ich muss hier rein. Hier gibt es scheinbar nichts zu holen. Einfach nur einen Zwischenraum. Dann sind wir auch gleich schon da. Bei dem Schlüssel. Also die Kiste, wo der Schlüssel drin sein soll. Ob er das wirklich ist, das werden wir dann gleich rausfinden. Und höchstwahrscheinlich wird er bewacht, oder? Oder? Das wäre sonst zu einfach. Ah, war doch klar. Die sind eigentlich ganz witzig. Macht schon ein bisschen Spaß, mit denen zu kämpfen. Aber man kann sie auch irgendwie... Ich probiere mal mit Bomben. Ich weiß nicht, ob das wirklich geht. Und die werfen mit mir nach ihren Speeren. Das ist nicht so schön. Moment, Moment. Mal gucken, ob es klappt mit den Bomben. Bomben sind einfach übermächtig. Aber es hat nicht so viel gebracht, scheinbar. Machen wir es mit dem Schwert. Ganz simpel. Macht nämlich viel mehr Spaß auch. Zelda ist ja auch ein Schwertspiel. So, ich mache immer gerne die Wirbelattacke, denn die ist so effektiv und übermächtig. Das ist wirklich eine sehr schöne Idee gewesen. So, da ist die Truhe mit dem angeblichen Schlafzimmerschlüssel. Doch, was haben wir da? Ein Ordon-Kürbis. Das ist kein Schlüssel. Was ist das? Der geht das sicher hier nicht ganz hin. Sollten wir nicht noch einmal zurückgehen und schauen, ob sie sich erinnert, wo der Schlüssel ist? Haben wir ja keine Wahl. Ich gucke mir immer gerne mal die Bilder an. Manchmal erkenne ich darauf sogar was. Das ist der Wüstentempel, glaube ich. Das ist zu dunkel. Und das kann ich nicht identifizieren. Bei Windwerker auch gibt es immer allerhand interessante Bilder, gerade im Schloss. Die sollte man nicht einfach missachten. Das wäre nicht so toll. Da würde man sich einiges entgehen lassen. Muss ich jetzt hier hoch? Ich nehme schon an. Aber wahrscheinlich nicht. Ich komme hier nämlich gar nicht. Noch gar nicht. Nein, kann ich nicht. Schade. Dann habe ich keine Wahl und muss... Nein! Ah, wieder so eng. Was hier zurück? Zum Dingens. Zum Wilden. Ich glaube, der hat gar keinen Namen. Zumindest wird er nicht genannt. Dann nennen wir ihn einfach weiter den Wilden. Und geben ihm den Ordon
Dingens. Welches Aroma wäre wohl am besten? Der Ordon Kürbis. Hm, Kürbis. Hast du einen Kürbis? Au. Oh, ich hätte ihn dir auch ganz normal gegeben. Ein Kürbis. Ah. Danke. Probier doch mal. Die Suppe sieht nicht sehr lecker aus. Mit toten Fisch und alles. Das, nee. Ich werde es dir dankend. Nur wenn ich es später mal unbedingt brauche, weil ich am Ende meiner Kräfte bin, aber sonst verzichte ich darauf, lieber. So, sag mir, wo er ist. Hast du ihn gefunden? Hm, ein Kürbis. Wo kommt der, wie kommt der denn hierher? Hm, wo kann er denn nur sein? Vielleicht in diesem Zimmer dort? Hier, wo ich das Zeichen gemacht habe. Immer noch im ersten Stock. Wann kommen wir endlich in den zweiten? Würdest du bitte noch einmal nachschauen? Ja, mach ich. Macht doch Spaß. Hier können wir auch mal ein bisschen rumgucken. Ein Symbol der Familie scheinbar. Okay, ein Eisenprinz? Keine Ahnung. Der Hiljasee, wenn ich nicht irre. Keine Ahnung. Ein Fest? Kann ich nicht identifizieren. Ach doch, das ist wieder die Wüstenburg. Okay. Ja, da wiederholen sich manche Bilder scheinbar. Da waren sie doch nicht ganz so kreativ, die Macher. Ja. Schöne Wölfe, die mich erwarten. Aber ich habe keine Chance gegen sie. Hier kommt es darauf an, einfach schnell durchzukommen. Bin ich jetzt hier richtig? Ich meine ja, ja genau. Eine Kanone, die ich jetzt auch nutzen werde, muss. Ich bleib hier oben stehen, da kommen sie nämlich nicht hoch. Aha. Kommt er wieder her? Ja. So ist brav. Und zack. Hatte schon mal als ein Schlag gereicht, oder? Hilfe. Mal gucken, ob ich ihn damit umbringen kann. Scheinbar nicht. Oder braucht noch mehr Schläge? Ich mach's aber mit dem Schwert jetzt. Zack. Okay. Okay, okay. Hier ist die Tür, in die ich rein will. Da gibt's eine Truhe. Und da das Eis vorne dran ist. Und ich mit dieser Kugel das selbst nicht schaffe, brauche ich die Kanone eben. Weil ich dann mehr Schwung habe. So, jetzt habe ich keine Hand mehr frei zum Schwert schwingen, deswegen werfe ich einfach die Kugel auf die. Hilfe! Das ist schrecklich, in diesen engen Räumen dann diese kleinen Viecher anzuschlagen. Da knallen sie überall rum. Ja komm, ich habe keine Zeit. Stelle! Ich soll ja wieder alles in einem Video, dieser Tempel. Ich will ja mit der Tradition nicht sprechen. So. Die ignorieren wir jetzt mal geflossen. Tun wir die da rein. Und gucken uns gerade. Ah, da wird alles erklärt. Bedienungsanleitung Kanone. Führe als Kugel, setze Bomben, entzünde. Ja, ein bisschen zerknittert und fehlerlückenhaft. Als ich das zum ersten Mal gespielt habe, bin ich da nicht drauf gekommen. Auch die Anleitung hat mir nicht irgendwie geholfen. Irgendwann habe ich es dann doch rausgefunden, dass man hier Bomben reintun muss als Zünder. Was irgendwie logisch ist. Aber ich bin da nicht drauf gekommen. Es hat echt lange gedauert. Jetzt weiß ich zum Glück, wie das geht. Jetzt ist der Weg frei. Ich mache den Weg frei. Und das ohne Zinsen. Bilder, Bilder, Bilder. Ich mag Bilder. Ich kann nichts erkennen. Ist das ein Kettenhund? Nee. Das Schloss kann ich nicht erkennen. Hätte ich das Falkenauge schon? Ist das Ganondorf denn? Nee, bestimmt nicht. Da sind keine. Da sind keine. Hier müssen wir aufpassen. Eigentlich ist dieser Raum ziemlich unnötig. Zack. Weil es hier nur den Kompass gibt. Und eigentlich braucht man den ja nicht unbedingt. Aber bisher habe ich die Truhe, die man mit dem findet, nie ohne den Kompass gefunden. Deswegen nehme ich an, es ist doch unerlässlich, den Kompass hier einzusacken.
Wie mache ich das am besten? Am besten, ich spring hier und dann da und dann da. Ha, gut. Dankeschön. Was ist das? Das ist auf jeden Fall kein Ganondorf. Irgendwie was Verpixeltes. Ich weiß nicht, ob das in der normalen Nintendo-Version anders aussieht. Oder ob das jetzt nur in der Emulator-Version so ist. So verpixelt. Aber es käme mir selbst seltsam vor. 20 Rubine. Ich bin ja sehr froh, dass ich meine Rubine ziemlich geleert habe vor dem Tempel. Ich habe die gespendet. 400 Rubine waren das. Denn hier werde ich noch einiges an Rubine einsacken können. Ein sehr rubinreicher Tempel, vielleicht auch ein Grund, warum ich ihn doch recht mag. Obwohl ja Eis eigentlich nicht so mein Lieblingsuntergrund ist. Hilfe! Und diese Viecher sind auch gar nicht so nett. Die kann ich gar nicht mitnehmen jetzt. Scheiße. Ja, das werden wir aber irgendwann können. Auch wenn es nicht so komfortabel ist. So, jetzt können wir hier den Schlüssel finden. Dank des Kompass. Also die Truhe, wo der Schlüssel drin ist. Vorher war das scheinbar nicht zu sehen. Oder ich bin immer nur blind, als ich das versucht habe, ohne Kompass. Immer noch nicht ausgebuddelt oder was? Doch, komm, öffnen. Sehr schön. Perfekt, perfekt, perfekt. Jetzt kann ich hier rein. In jedem Tempel konnte der Wolf die Türen öffnen, aber hier kann er es irgendwie nicht. Also mit Hilfe von Midna. Sie hat ja dann immer für den Wolf die Türen geöffnet. Da oben ist mein Ziel, also da will ich hin. Aber das kann ich jetzt noch nicht. Obwohl. Moment, das muss ich gerade kurz ausprobieren. Eigentlich dürfte es jetzt nicht gehen. Ah, ich wusste es. Habt ihr das gesehen? Da werde ich eingefroren und komme nicht weiter. Da will ich aber später hin, aber Mist, da kann ich gar nicht. Das geht noch nicht. Und hier ist dieser beschissene Mechanismus, weil Link ja leider nicht die Kugeln durch die Tür tragen kann. Braucht er so eine komische Vorrichtung dafür. Eins drauflegen, rausgehen, Schalter umlegen und da wäre sie. Die notwendige Kugel aller Notwendigkeiten. Das war gekonnt ausgewischen, indem man sich geduckt hat. Ich gehe außen rum, weil ich hier laufen kann als Mensch. Denn hier ist ganz viel tiefer Schnee, wo ich dann ziemlich schlimm rumstapfe. Hier könnte ich irgendeine unwichtige Truhe frei machen. Mache ich jetzt nicht. Ah, da ist das böse Vieh. Das kann ich jetzt wegbomben. Yesi. Ich glaube, das Vieh kommt auch außer in der Trillhöhle nur hier vor. Ist ja auch klar, hier ist ja nur Eis. So, jetzt dürfte schon der Zwischenboss kommen. Geil. Und dann kriegen wir das Item für den Tempel und dann wird der Tempel schon viel spaßiger. Oh nein! Die Tür geht zu. Das verheißt nichts Gutes. Boah, das ist hart. Das ist wirklich ein sehr amüsanter Gegner, finde ich. Da haben sie schon was einfallen lassen. Der gefällt mir durchaus. Da muss man auch erstmal überlegen, wie man den macht. Muss nicht aber nur draufhauen über den meisten. So, am besten ein bisschen drankommen lassen. An oben sieht man dann schon, dass man sich mit dem Enterhaken ranziehen kann an diesen Targets. Dann abhauen. Denn der ist zum Glück nicht so lange, der Morgenstern, dass er mich erreichen würde da hinten. So, und dann weg, 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 weg. Schnell, 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 schnell. Hoffentlich reicht das. Ja, das reicht. Weg, 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 weg. Das ist nicht so schwer, aber es macht richtig Spaß. Besonders, wenn man noch nicht weiß, wie er eigentlich geht. Ich weiß es ja jetzt zum Glück. Schnell, 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 schnell. Das ist ziemlich eng immer, was ich hier mache. Aber es reicht ja. Weil ich halt gut bin. War's das jetzt? Ja. Das war richtig schnell.
So schnell war ich noch nie, glaube ich. Das war echt gut. Da muss ich mich selbst loben. Eingefallener Ritter explodiert ins Nichts. Und ich decke mein Schwert stylisch ein. Und als Belohnung erhalte ich die Waffe, die er nicht mitgenommen hat ins Jenseits. Den Morgenstern. Auch ein cooles Teil, den kann man sogar außerhalb des Tempels gut gebrauchen, was ja auch nicht gerade üblich ist in diesem Spiel. Der ist wirklich cool, muss man sagen. Bam. Und hier gibt es dann eine Menge Rubine. Ach so, nee, anders. Hier dürften sogar ganz viel drin sein. Oder? Irgendwo war doch ein 100er drin. Scheinbar jetzt noch nicht. Aber es ist wirklich ein gefundenes Fressen für die Augen, dieser Tempel. Also seht euch an, wie geil das alles aussieht. Der gefällt mir echt gut. Weil hier sehr aufs Detail geachtet wurde. Hier guckt euch an den Wänden an, was hier alles rumhängt. Wenn man mal Zeit hat, sollte man sich das alles mal angucken. Aber in einem Let's Play, da gucke ich nur ein bisschen oberflächlich drüber. Und bemerke es auf jeden Fall. Und immer noch kein Schlüssel, nur ein Ordon-Ziegenkäse. Aus Ordon kommen die besten Gerichte. Ja, schon wieder etwas zu essen, war doch klar. Die war so unsicher, das musste ja so kommen. Naja, egal, vielleicht fällt dir das noch, fällt dir doch noch was ein. Gehen wir zurück. Ich lese heute aber auch ständig falsch, aber sinngemäß passt es dann doch. So, wir wollen also wieder zurück zur Frau, aber erstmal zum Mann. Der will nämlich auch den Ziegenkäse für seine Suppe, die er dann seiner Frau geben will, damit sie sich wieder besser fühlt. Hier kann man kurz eine kleine Abkürzung, kurze Kleinwürzung, Abkürzung nehmen, um... Ja, ich kann auch hier reingehen. Es ist leichter, sich dann nochmal zum Wolf zu verwandeln und dann drunter her zu kriechen. Denn ich kann mir jetzt hier den Weg frei machen. Und dann bin ich ganz schnell bei Mr. Wild. Um ihn mal so zu nennen. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Abschnitt in diesem Tempel. Den schaffe ich aber in Rekordzeit, glaube ich. Da fehlt noch was, gewiss etwas. Riecht gut. Was hast du denn da? Einen leckeren Ordon-Ziegenkäse. Oh, genau, das hat mir für die Suppe noch gefehlt. Das hätte er wahrscheinlich auch gesagt, wenn ich hier tote Fliegen dabei gehabt hätte. Jetzt muss ich nur noch eine Weile kochen, dann ist sie fertig. Hier, probier mal. Ich glaube, das mache ich sogar. Nee, mache ich nicht, weil ich keine freie Flasche habe. Und wegen den drei Herzchen mache ich das jetzt nicht. Ich glaube, die Suppe jetzt, Luxussuppe heißt sie jetzt, gibt genauso viel wie eine Fee. 8 Herzchen, glaube ich. Aber eine Fee tut halt automatisch dann, wenn man stirbt, die Herzen wieder auffüllen und eine Suppe eben nicht. Deswegen bevorzuge ich dann doch eine Fee. Oh Sam, jetzt fällt es mir ein. Um es nicht zu vergessen, habe ich ihn in das Zimmer gleich neben dem Schlafzimmer gelegt. Um es nicht zu vergessen, ist klar. Wie konnte ich das nur vergessen? Das ist mir so peinlich. Es ist hier, er ist hier, wo das Zeichen ist. Ja, und hier oben ist dann das Schlafzimmer selbst. Und da ist dann auch der Boss sozusagen. Dort muss er sein, ganz sicher. Bitte geh doch noch einmal. Ja, ich bin gewohnt, der Laufbursche zu sein. So. Dritte Tür. Ja, jetzt sind wir hier. Ich glaube, ich muss erstmal hier rein. Genau, nämlich richtig. Jetzt, hier muss ich gar nicht mehr schieben zum Glück. Da oben will ich immer noch hin, aber da ist immer noch besetzt von diesem blöden Eis-Junkie. Deswegen muss ich einen Umweg gehen. Also erstmal anderswohin. Und ihn erstmal erledigen. Der Tempel ist echt cool. Nein! Ah, hatte gereicht. Okay, alles Paletti. Brrr, mir ist so kalt. Ist auch echt die richtige Jahreszeit dafür. Im Winter hier. Ja, bevor ich die Kugel hole, muss ich mich jetzt erstmal um diese Typen kümmern. Ich hasse sie total.
Die sind echt nervig. Und diese roten Dinger, sind es Nasen oder sind es Augen? Ich frage mich echt, was das ist. Da muss man jetzt mal aufpassen, dass man nicht getroffen wird. Dann schnell genug sein, weil hier nur noch eine kleine Lücke ist. Und nur hier kann man ihn dann treffen. Die kleinen Viecher machen mir jetzt nichts mehr. Aber hier ist noch so ein Vieh. Wow. Wow, wow. Getroffen, aber trotzdem erwischt. Und nochmal. Das ist witzig. Aber macht nichts. Das ist genau so, wie es sein soll. Die Kugel ist hier. Ach, ich hab's schon hergeholt. Perfekt. Ich finde die Musik nicht so schlecht, von wenn die Gegner sind, aber ich fand auch die bei Majora's Mask und Ocarina of Time nicht schlecht mit diesem Techno. Aber das ist wohl Geschmackssache. Kann ich die so abwehren? Ja, kann ich sogar. Aber ich kann sie nicht besiegen, so. Deswegen machen wir das so. Hier rein. Und dann mal gucken. Ich tue sie schon mal in Position stellen, aber ich kann sie jetzt noch nicht aktivieren. Weil, wie ihr seht, gibt es da noch kein Durchkommen. Und hier ist ein Schlüsseltor. Also muss ich in diese Tür jetzt, aber bevor ich das mache, sehen wir hier noch, der Boden ist brüchig. Deswegen kann ich da durch. Gucken wir erstmal, da ist eine Truhe. Da wollen wir dann also unser Herzteil abholen. Unser erstes in diesem Dungeon. Und hoffentlich komme ich. Ja. Sehr schön. Perfekt, würde ich meinen. Also gehen wir hier weiter. Letztendlich doch etwas linear, muss man sagen. Aber das tut dem Spaß keinen Abbruch. So, dich kann man jetzt ganz schnell erledigen. Mit dem Morgenstern. Macht richtig Spaß. Und die ganze Einrichtung kann man hier auf den Kopf stellen. Vernichten. Yes. Ich mache das erstmal weg. Falls ich runterfalle, kann ich mich dann hier wieder hochseilen. Blöde Fledermäuse, die wollen einem nämlich hier das Leben schwer machen. Gut. Unter uns ist der Raum, wo der Kürbis war, glaube ich. Ja, Schüssel. Wenn ich mich nicht irre, ist das hier, wo der Kürbis war. Nein, gar nicht, wo der Kompass war, ist das. Wo der Kürbis war, da kommen wir noch hin. Irgendwann, irgendwie, irgendwo. So, jetzt haben wir Schlüssel und können hier weiter. Weg mit dem ganzen Kram. Müsst ihr euch alles neu kaufen. Ist ja leider nichts Tolles versteckt. Wäre irgendwie cool. Aber so habe ich wenigstens ein bisschen aufgeräumt. Jetzt sind wir wahrscheinlich in dem Raum. Genau. Ne, gar nicht. Wir sind ganz woanders. Als ich dachte. Ah ja. Das ist nicht sehr schön. Aber hier gibt es schon das nächste Herzteil. Aber das ist gar nicht mal so einfach zu kriegen. Ich habe da schon lange gebraucht mal. Nicht erwischt. Jetzt? Yes, sir. Ich muss nicht mal zu ihm rauf. Auf den Fünfer verzichte ich jetzt mal. So, da drüben ist das Herzteil. Aber es sind schon ziemlich große Abstände hier, muss man sagen. Ja, toll. Ja, gut. Aber ich glaube, jetzt reicht es nicht mehr. Aber wir müssen es mal ausprobieren. Wieder blöder Abstand. Ich glaube nicht, dass das so gut passt. Probieren wir es doch mal. Komm, eigentlich muss es doch gehen jetzt. Komm. Perfekt. Sehr schön. Lass mich bloß in Ruhe. Guck dich an, wie das aussieht, das Teil. Voll die Zunge rausgestreckt und die Augen. Geil, so eine Nahaufnahme hatte ich noch nie. Du jetzt ein Herzteil. Und schnell. Ah, geschafft.
voll besessen sieht das Teil aus. Ich glaube, ich mache es mir einfacher, indem ich einfach mich da hoch... Bin ich auf der richtigen Seite jetzt? Nee, ich bin auf der falschen, aber es macht ja nichts. Ja, genau, von hier bin ich gekommen. Ich müsste halt öfter mal auf die Karte gucken. Aber ich weiß gar nicht, ob da rechts überhaupt so ein Enterhaken-Target ist. Nee, ist es nämlich gar nicht. Da hätte ich dann gar nicht hochgekonnt. Also alles Paletti, alles so, wie es sein soll. Oh, ganz viele von diesen Viechern jetzt. Zum Glück hat man einen Morgenstern, der man nicht weiß, dass man mit denen die besiegen kann. Dann hat man ziemlich schweren Gegner vor sich hier. Mit dem Schwert. Hier ist ein Geist. Ein Geist. Wusste ich doch. Der ist sogar tagsüber da, weil es im Tempel ja sozusagen keine Zeit gibt. Und tot. Schnell schnappen, bevor die scheiß Fledermäuse mich behindern. Perfekt. Jetzt fressen wir zwei auf einmal, oder? Mann, bin ich gut. So, hier gibt es nichts mehr Großes. Von wo komme ich? Von da. Und das heißt, ich will hier rein, aber da ist noch ein Schlüssel vonnöten. Deswegen gehen wir hier lang. Jetzt sind wir in dem Raum, wo wir vorhin waren. Und wo wir noch ein kleines Rätselchen lösen müssen. Hier komme ich nämlich noch nicht rein, weil die Tür zu ist. Aber die können wir mit einem Schalter ganz leicht öffnen. Mit diesem da. Jetzt müssen wir nur noch rauskriegen, wie wir das machen. Ich bin nicht mehr hundertprozentig sicher. Ich versuch's einfach mal. Das mache ich immer sehr gerne, ohne zu denken, aber mal probieren. Ich glaube, das sollte so gehen. Ich habe eine Idee, aber das heißt noch gar nichts. Das muss man erstmal ausprobieren. Nee. Aber ich kann es noch retten. Das Gute ist ja, man hat nichts verloren, wenn man es noch falsch gemacht hat. Genau so mache ich das. Ja. Jetzt kommt der da noch raus. Jetzt ist die Tür zu. Aber das macht mir, glaube ich, nichts. Die Tür nämlich. Ich kann ja jetzt oben rumgehen. Und dann... Sekunde, wow. Ich muss gerade überlegen kurz. Mache ich das überhaupt richtig? Wie ging der Scheiß? Ach, ist das lange her. Ja. Nein. Ach ja. Komm, wir probieren es jetzt einfach weiter. Ja, doch. Ich war ein wenig verwirrt, aber jetzt kommt die Erinnerung wieder, wie ich das immer gemacht habe. Gar nicht schwer. Das geht ratzfatz. Doch mal ein interessantes Rätsel. So, jetzt können wir den hier hinten wieder nehmen. Der wird ja jetzt nicht mehr gebraucht. Und der kann dann auch auf den Schalter drauf. Cool. Perfekt. Ja, und da geht es hier auf. Da wollen wir dann noch so gleich rein. War das hier? Ja, genau. Okay. Die Fässer will ich jetzt auch nochmal aufmachen. Zwei Rubine, yay. Jo, 11. Immerhin. Jetzt müsste hier eigentlich ein Schlüssel irgendwo sein. Den brauche ich ja noch.
Ach, jetzt bin ich hier. Oh, der ist nicht nett. Der ist nicht nett. Wieso bin ich denn jetzt schon hier? Das ist doch noch viel zu früh, oder? Böse. Aus. Da, hast du. Jetzt bin ich nämlich hier. Genau, genau. Schlecht, wenn ich jetzt runterfall, das wäre nicht nett. Ja, von beiden Seiten ist dann schon ein bisschen unfair. Findet ihr den Schauch? 20, geil. So. Wo ist der verdammte Schlüssel? Gitterstäbe vor den Fenstern. Wo ist denn das nochmal? Sind wir hier in Schweden oder was? So. Ah, da wird irgendwo der Schlüssel sein. Nicht runterfallen, Rubin. Mensch. Ich wette, jetzt sind wir... Ja, genau. Jetzt sind wir in dem Raum, wo der Kürbis am Anfang war. Und jetzt hier so eine blöde kleine Truhe, was gar keinen Sinn ergibt. Ah, nicht runterfallen. Kleine Truhe mit dem Schlüssel. Oder ist es eine Rubine? Ne, Schlüssel. Manchmal einen kleinen, manchmal einen großen Thron. Total sinnlos. Und hier an den Bildern ist jetzt irgendwelche Könige wahrscheinlich. Das ist doch ein König. Nehme ich an. Oh, das ist doch auch. Okay. Okay, jetzt sind wir wieder hier. Ach ja, hier müssen wir sogar hin. Wie komme ich jetzt darüber? Indem ich einfach springe. Das passt. Jetzt wollen wir ja nämlich in diesen Raum zurück, wo die Schlüsseltür war. Ist hier vielleicht wieder was drin? Yo! Immer wieder. Hier kann man echt viel Rubine farmen. Aber das mache ich nicht, weil ich bessere Stellen kenne. Auch in diesem Tempel hier. Da kommen wir noch hin. Glaube ich, hoffe ich. Und ich hau einfach ab. Ich will gar nicht kämpfen. Warum müssen die auch wieder zurückkommen? Ich habe sie schon besiegt. So, aber ist ja nur fair. Oh shit, zwei von denen. Ist ja nur fair, weil ich ja selbst, wenn ich Game Over gehe, auch wieder komme. Von daher passt es. Vielleicht haben sie auch ein paar Feen angesteckt. So, jetzt schnell genug sein, sonst bin ich tot. Und dann kommen noch so Fische raus. Perfekt. Oh, und der hat mich aber erwischt. Das ist kalt. Stirb. Ein Kamin. Kann mal jemand das Feuer anmachen? I want fire in the house. Moment, was ist auf dem Bild? What? Wer ist das? Das sind doch keine Menschen, oder? Ich kann sie leider nicht identifizieren. Vielleicht sind es auch irgendwelche Gags aus anderen Spielen. Ja, genau. Jetzt kann ich hier nämlich die Kugel rüberschießen. Die Kugel, sagte ich. Bam! Und so schließt sich der Kreis. Und wir können neue Gefilde betreten. Obwohl es ja alte sind, nur eine Etage höher. So. Will ich gerade noch kurz das hier freimachen zur Sicherheit. Dann brauchen wir die Bomben wieder. Und jetzt können wir endlich diesen Blödian. Nein, ich bin doch blöd. Nein, hab ich... Ah, ich hab die Kugel gar nicht rein. Ich bin so blöd. Jetzt können wir den Depp nämlich endlich kaputt schießen, der uns die ganze Zeit daran hindert, da oben hinzugehen. Da ist nämlich dieser Raum, wo der Schlafzimmerschlüssel dann doch steckt. So. Die einzige Kanone im ganzen Tempel, mit der man diagonal schießen kann. So.
Schumm. Und jetzt einfach mal direkt drauf los. Jetzt ist der Tempel schon fast vorbei. Ich glaube, ich habe nicht so lange für ihn gebraucht. Da bin ich richtig gespannt. Ich habe wieder nicht auf die Uhr geguckt. Na, mal sehen, wie lange ich noch für den Endboss brauche. Hoffentlich lassen die mich in Ruhe hochgehen. Oh, sie haben mich zwar erwischt, aber ich bin nicht eingefroren. Kleiner Spielbug. Okay, okay, okay. Der Schlüssel wird auch nochmal richtig gut beschützt. Und der befindet sich in einer Art Kathedrale. Und da ich so viele Bänke gar nicht mag, werde ich sie am besten mal ein bisschen wegräumen. Haha. Außerdem mag ich es, wenn ich mehr Platz zum Kämpfen habe. Denn mit diesen Bänken, na gut, lassen wir es einfach, haben die aber jetzt gute Schutzmöglichkeiten. Na, ist jetzt ganz viele nämlich. Richtig viele. So, du bist weg. Ohne irgendwelchen Schaden zu kriegen, ist es, glaube ich, gar nicht möglich. Selbst wenn man da der Überpro ist. Aber ein, zwei Mal wird man auf jeden Fall getroffen. Und ich sogar noch wesentlich öfter. Also, ich wüsste nicht, wie das geht. Sollte irgendwie mit ganz viel Schildarbeit, aber selbst dann kann ich mir das nicht vorstellen, dass man hier besser wegkommt. So, das war's auch schon. Mit dem Morgenstern alles kein Problem. Und hoffentlich ist es jetzt der Schlüssel. Endlich. Tada! Yay! Der schönste Endboss-Schlüssel, den man in diesem Spiel findet. Puh, endlich haben wir diesen verdammten Schlafzimmerschlüssel. Hat zwar ganz schön lange gedauert, aber dafür werden wir die Spielgeschichte übertragen. Ja, lesen ist heute ziemlich schwer. Na gut, begeben wir uns noch zum Boss. Und schlagen ihn hoffentlich vernichtend. Oh, wer ist da denn? Oh, wie gut, dass ja nichts passiert ist. Ich habe ein wenig von der Suppe gegessen, die mein Mann gemacht hat. Seitdem geht es mir etwas besser und ich bin dir gefolgt. Du hast den Schlüssel gefunden, sehr gut. Das Schlafzimmer ist direkt über uns. Ich bringe dich hin. Irgendwie ist sie ja putzig, aber ich warte jetzt nicht so lange, bis sie da hochgetrampelt ist. Also, das würde zu lange dauern. Und das macht auch gar keinen Unterschied. Denn wenn wir jetzt ganz schnell hier hochgehen, ist sie ganz plötzlich, als wäre sie gerannt, ebenfalls zur Stelle. Huhu. Vielen Dank, aber willst du nicht auch reinkommen? Nee, ich warte lieber hier draußen. Ach ja. Und Link friert ja auch irgendwie nie. Und nochmal geht die Tür auf. Bitte, hier entlang. Oder war das eine Doppeltür? Muss ja auch schön warm bleiben da drin. Wahrscheinlich nicht mal eine Heizung da. Hier ist er, schau ihn dir an. Oh, wie schön. Sag nur, ist er nicht herrlich? Und der nickt sogar. Wunderschön. Was passiert jetzt? Wunderschön. Herrlich. Dieser Spiegel. What the fuck? Oh. Ich hab mich so erschrocken beim ersten Mal. Auf diesen Spiegel bekommst du nicht. Jetzt dreht sie völlig durch. Also das ist dann schon nicht mehr ganz so ein Kinderspiel. So schnell hat noch keine Frau zugenommen. Rieseneisklotz Matronia. Ich glaube, das ist sogar ihr Name, kann es sein? So, ohne Morgenstern kein Durchkommen. Aber schwer ist das nicht. Oh, ich hab doch ab. Ich hab losgelassen, Mann. Wieso bin ich so schlecht? Ist ja schon fast peinlich. Dabei ist es doch die leichte Form. So.
Ich bin echt irgendwie gerade ziemlich schlecht. Nein! Was passiert hier? Wird sie wieder größer? Ich weiß auch anschauen, ob ich so schlecht bin gerade. Da kann ich gar nicht ausweichen. Dankeschön, endlich. Gibst du auf? Gibst du auf? Nein. Je dicker, desto sturer. So, neue Taktik. Aber die wird ja auch nicht helfen. Man muss jetzt den spiegelnden Boden mit einbeziehen, sonst hat man keine Chance. So, dann immer abzählen, bis es 10 sind, aber ich habe jetzt... Ah, es hat trotzdem gereicht für einen. So, und dann hier die Lücke nutzen. Komm. Ey, wieso? Ich... Ich habe doch total in die Mitte gezielt, aber ich habe zweimal daneben getroffen. Das ist schon mies. So, jetzt habe ich aber echt genug Freiraum. Mehr geht ja gar nicht. Da kriegt sie ja neue. Ey, ich hab sie getroffen. Meine Fresse. Ich verarsch mich hier. So. Next one. Jetzt hat sie wieder 10. Müssen wir mitzählen wieder, wenn sie runterfallen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Waren es 11 oder 12? Egal. Ich hab 2 weggekriegt. Das reicht locker. So, danke schön. Diesmal hat's geklappt, wie es sollte. Ja, diese epische Musik, die man auf den Gegner einschlägt, auf das Auge meistens, kommt diesmal nicht so direkt. Leider. Aber das kann man nicht ändern. Das habe ich nicht mitgezählt. Aber egal. Nach Gefühl geht's auch oft. So, und dann muss ich hier raus. So, das war's schon. Das ging ja richtig fix. Da hatte ich schon mehr Probleme. Yay! Super duper. Die Frau wurde geschlagen. Der stärkste Feind des Mannes, die Frau. Und die Spiegelscherbe ist mein. Mitner, sag was. Geht doch. Also, wir haben jetzt 2 Spiegelscherben. Es fehlen also nur noch 2, Sam. Trotzdem tut es mir leid, was sie dieser Frau angetan haben. Ist doch selber schuld. Dass der Schattenspiegel die Kraft hat, jemanden so zu verändern. Die Götter können grausam sein. Immer auf die Götter alle schieben. Also gut, Sam, beeilen wir uns, die anderen Scherben zu finden. Bevor noch mehr Menschen so etwas Schreckliches zustößt. Jo, hauen wir schnell ab, bevor der Wilde merkt, dass wir seine Frau gekillt haben. Also dann machen wir uns auf die Suche nach den übrigen 2. Oh nein, die wurden entdeckt. Bam. Also der als Endgegner wäre schon eine Nummer härter gewesen. Was ist mit mir? Ich will gar nicht wissen, wie die zusammen... Egal. Mach dir keine Sorgen, du hattest einfach nur einen bösen Traum. Oh, der Spiegel, den du mir gegeben hast. Nee, lass mal. Vergiss den Spiegel. Schau in meine Augen. Ich krieg Angst. Sieh nur, in ihnen spiegelt sich ein wunderschönes Gesicht, oder? Nee, da spiegelt sich nur was anderes. Deshalb brauchst du... Du brauchst den Spiegel gar nicht mehr. Oh, Liebste. Ja, und dann gibt es wohl doch noch eine wunderschöne Abschiedsszene. Und ein Herzteil für mich vielleicht, bitte? Diese ganzen Herzen bringen mir gar nichts, denn dieser Herzcontainer füllt mein Herz sowieso auf. Deswegen ist es alles eine Show, diese ganzen roten Herzen.
Ich sammle trotzdem mal. Yay! Yay! Egal, weg hier. Ich kann dich von dir wegbringen, aber bist du auch sicher, dass du nichts vergessen hast? Ja. Yep. Dann war das der Eistempel, die Bergruine. Kann ich speichern vielleicht jetzt? Normalerweise doch schon, oder? Ja. Dann sage ich, macht's gut, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich bin Sam und tschüss.